So, wir gehen auf Nachtwache mit einem von vielen Typen, von den Typen mit Namen. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Folge mir. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Das ist jemand, der so langsam läuft und dabei labert. Oh Gott, das ist quasi eine Escort-Mission. Und wenn ich nach vorne laufe, um nur den Strauch hier einzusammeln, wartet der schon auf einen, oder was? Okay, ich laufe jetzt Kreise um ihn, bis er irgendwann schneller läuft. Ist gar nicht so leicht, um den rumzulaufen. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Was? So ist es. Wenn ich schon einen dritten habe, der mir hilft, mit dem ich unterwegs bin, kann ich noch ein paar Gegner auf dem Weg wenigstens plätten. Aber... Leg mal einen Zahn zu, hat nicht funktioniert. Oh, der macht aber viel Schaden mit dem Ding. Und tschüss. Volltreffer! Volltreffer! Gut, auch hier alles in Ordnung. Seitenwachenmüsli. Was ist? Psst! Verdammtes Schattenbiest! Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm! Noch so ein Schattenbiest. Kommt der denn her? Komm aus dem Mund. Sehr gut. Erwischt. Lass uns weitergehen. Ja, gleich. Ich muss erstmal mit dem Typ, der da die Gräber plündert, reden. Na, was haben wir denn da? Was? Ach, du schon wieder. Und? Schon was Interessantes gefunden? Es sieht in der Tat sehr gut aus. Na dann bedien dich. Das mache ich. Und ich denke, ich habe genug fürs Erste. Ich bin an der Taverne. Och, das hat mir jetzt nicht so wehgetan, dem zu erlauben. Wo ist der Lach? Hä? Wo ist der Typ hin? Da hinten. Ah, sorry, bin in die falsche Richtung gelaufen. Der hat doch gesagt am Fluss. Da ist der Fluss. Nur tote Scherben sind gute Spinnen. Was hat er mit guten Spinnen gesagt? Lecker sind gute Spinnen. Au. So, okay, gut, dann geht's hier weiter runter. Aber da dürfte eigentlich auch keine Gegner mehr geben. Das Vieh mache ich kalt. Okay, vielleicht gibt's da auch ein Schattenwort. Ja. Gut, dass ihr zwei euch einnehmt. Und ich alleine gegen einen kämpfe. Dämon ist ein guter Dämon. Hey, da hinten. Warte. Den locken wir an. Den nehmen wir mal mit. Den Schattenwächter. Oder habt ihr die Hosen voll? Der hat die Hosen voll. Ich glaube, ich spinne. Der macht nichts. Machen alle nix. Boah, der ist auch weggeflogen, ey. Home run! Komm, wir gehen weiter. Dazu hat er jetzt nichts gesagt. Da waren mega die Schatten unterwegs. Und da sagt er einfach nichts dazu. Okay,
Okay, vielleicht wäre er noch von der Seite noch gekommen. Schattenviecher. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Ja, gut. Haben wir ja mitgenommen, die Schatten. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Schön einmal im Kreis gelaufen. Aber hey, ein paar Schatten wenigstens mitgenommen. So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Ah, das sind die Jungs, die noch unterwegs waren, wo man quasi die Hilfe machen soll. Aha, da steht der Cisco ganz in der Ecke. Kannst du mir jetzt was verkaufen? Sicher, ich habe genug, denke ich. Sag einfach Bescheid, wenn du handeln willst. Zeig mir deinen Kram. Klar. Hat er irgendwas Interessantes? Feuerregen. Feuerregen ist sowas, das nimmt man immer mit. Muss man immer mitnehmen, sollte man immer mitnehmen. Wo ist jetzt dieser Nate? Danach da oben. Warum ist der da oben? Ich gehe da jetzt mal hin. Ich gehe da mal hinterher. Wer war denn nochmal Nate? Wer war denn nochmal Nate? Vor allem, dass der hier hochläuft. Ganz alleine. Das waren doch Schattenviecher. Das sind die Ende mit den Biestern. Das Vieh belästigt keinen mehr. So, der müsste hier irgendwo rumstehen, der Nate. Ah ja, da steht er. Was ist mit der Brücke passiert? Hier war mal ein großer Fluss. Aber jetzt? Naja, du siehst es ja. Ich habe nicht so genau mitgekriegt, was hier passiert ist. Entweder waren es die Schatten oder die Hitze aus der Schlucht. Diese verdammte Brücke war der einzige Weg zu einem der Bauernhöfe auf der anderen Seite. Ah, das war der Typ, den man ganz am Anfang kennenlernen durfte. Warum bist du hier an der Schlucht? Ich beobachte diese verdammten Schatten. Ich gehe sicher, dass keins von diesen Mistviechern über die Schlucht kommt. Durch die Lava? Keine Ahnung, was für Kreaturen sich dort drüben gesammelt haben, seit wir nicht mehr rüberkommen. Sicher ist sicher. Ich halte Wache. Das Schattenpack glaubt wohl, das bisschen Lava beeindruckt mich. Du kannst dir mal ein Bad nehmen. Sehr witzig. Ich finde es schon witzig, dass man 100 Gold zahlen kann für ein Bett. Aber auch irgendwo in der Wildnis stehen halt auch überall Betten rum. Oh, Kobolde. Das sahen so. Ich bin beeindruckt. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Schaffen wir auch so. Beruhigt doch mal, der ist immer so verwirrt. So, was gibt's hier? Hähnchen und 5 Schrotkugeln. Ah, da war es schon fast besser, den Teller und den Teller mit 2 Gold und 2 Proviant zu nehmen. So, ich guck mal kurz durchs Questlogbuch, was hier noch. Genau, ich habe eigentlich in Kalador gar nicht mehr so viel zu tun. Außer halt mein Crewmitglied, das könnte ich mal machen. Das mache ich mal rein. Crew
Edwards Familiengeschichte auf der Seekarte. Anvisieren. Ach Gott, das ist ja ganz da hinten. Jo, okay. Jetzt nochmal ein Feuergolem. Es lohnt sich eigentlich noch gar nicht, hier weiterzugehen. Ja, geh mal weg. Ob dein Großonkel Randolph oft in der Taverne war? Ich wage zu bezweifeln, dass es die Taverne zur Zeit meines Großonkels überhaupt schon gab. Ich denke, dass das Gebäude früher eine wichtigere Funktion hatte, als Raufbolden und Bauern als Tränke zu dienen. Wir müssen weiter im Südwesten suchen, wenn wir mein Erbe finden wollen. Dann machen wir das doch. Okay, aber ich guck den Weg noch an. Okay, das ist nur so ein kleiner Weg. Kleiner Abschnitt noch. Aha, das sind noch anscheinend ein paar Lavatole. Hä? Das sind irgendwie nicht. Nee, zwei will ich nicht von denen. In der Sonne. Okay. Das ist jetzt gut. Jadesteine dabei? Warum hat denn der Jadesteine dabei? Krank. Die Essenz der Überzeugung. Ah, was haben wir denn da oben? Aber erstmal. Oh. Da ist nämlich noch ein Lava-Golem. Können wir auch noch bauen. Die sehen halt wesentlich gefährlicher aus, wie sie sind. Sagen, geh doch weg! Ich will den Lava-Golem. Geh weg jetzt mal, Edward. Mensch. Der hat gar nichts dabei. Der hat nichts dabei. Schwer enttäuscht. So, hier läuft jetzt die Lava ins Wasser. Gibt es hier jetzt Obsidian oder sowas? So verrücktes Metall. Da gibt es auf jeden Fall Felsspinnen aus dem Wald. Aus dem Wald sein. Von aus dem Fels ziehen. So was sind so Jumpscares, was mich immer erschrecken kann. Ein bisschen zumindest. Ja, gibt's hier was? Ein Apfel. Ich muss erstmal die Kiste aus dem Weg schieben, um den Apfel zu nehmen. Gucken wir nochmal kurz durch die legendären Gegenstände, aber ich glaube, die waren alle weg. Die kleine Greifzange Taranis. Krabbenküste. Taranis. Taranis. Auf Kila. Der ist irgendwo im Lager. Nope. Nope. War das hier? Das war auch da, glaube ich, irgendwo. Was? Was? Nee, okay. Au, 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 au. Au. Ich habe gerade einen Krampf im kleinen Finger gehabt. Okay, nee, da ist nichts mehr hier. Dann hier, dann gehen wir mal wieder drüber. Gold und Diamanten, das schmückt eine Frau. Gut zu wissen. Der verkauft da jetzt Stuff. Macht mir auch nichts aus, dass ich ein bisschen Seele verloren habe. Habe ich auch nicht nötig. Ja, Seele war auch schon sowas. Ne, wir gehen jetzt aber mal gucken, was da los ist mit der Familie von unserem Kollegen. Edward. Das nimmt kein Ende mit. Schlägt er mir die aus dem.
Was ist mit von der Stange? Bisschen Golderz. Auch nicht schlecht. Nochmal den Schnellspeicherknopf an. Ich soll vielleicht auch mal wieder richtig speichern. Wer weiß, wie es mit dem Stecken aussieht. So weiß ich, was schon lange kein Spiel mehr gemacht hat. Ein Safe Game gelöscht. Yay, Bären. Okay. Ich gehe mal über die Brücke. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Erstmal die Gremlins hier wegholzen. Weg damit. Das war brutal. Es macht schon Spaß, wenn die mal wegfliegen. Der hat eine Knarre dabei gehabt. Das war wirklich eine Knarre? Fuck. Okay. Laut Karte geht's in die Richtung. Oh, da war noch das andere aktiviert. Oh, der Rammer. Ich hoffe, dem ist es erstmal egal, dass ich hier gegen das Scavenger kämpfe. Oh Gott, jetzt habe ich ihn angegriffen. Spätestens jetzt hat er keinen Bock mehr. Danke. Holy shit, geh weg. War der Highline auch? Ja, boah. War der jetzt müssen wir immer. Puh, da kommt man über den Berg, da stehen plötzlich drei Scavenger und ein Rammer da. Muss man die erstmal wegbügeln. Blutwurst. Einmal Blutwurst gefunden. Die schmeckt besser vom Metzger als aus dem Supermarkt. Okay. Da geht's nicht lang. Dann runter an den Strand. Den legendären Gegenstand abholen. Und dann da hoch. Zur Questreihe von Edward. Da kam schon das Aufräumkommando und hat die Kadaver von den anderen toten Tieren abgetransportiert. Ein Varan. Puff. Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Kann auch mal was helfen. Ich finde das Design von dem Varan ist ganz cool. Endlich. Tschüss. Keine Hornmuscheln. Drüben sind auch Varane. Zwei Stück gleich. Kann ich aber auf dem Rückweg noch machen. Jetzt mal die Rammer entfernen, die hier am Sandstrang alles verschmutzen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Der andere kommt zu. Okay, der macht mich auch alleine. Ich bin beeindruckt. Daneben. Wie geht das? Das ist größer wie eine Zielscheibe. Schlimm aus. Ich glaube, ein Schluck Rum wäre jetzt angebracht. Ach du Kacke, was ist das denn?
Okay, hier wäre vielleicht mal die Option eines richtigen Spielstands. Richtig? Eisenbullen. Das nimmt kein Ende mit. Geh weg. Nicht beide angreifen. Das sind gar nicht so viele. Golems sind mega easy. In dem Moment, in dem ich sage. Das hat immer schon die Attacken von den Abfangen. Aber die brauchen ungefähr ein Jahr, um anzugreifen. So, was ist das da für einer? Ein Erzgolem. Komm her. Hä? Ich hab den noch abgebrochen. Über den blicke ich nicht, was ein Angriff ist und was keiner. Ja, echt. Ging so, ne? Okay, aber jetzt dürfte ich hier doch bald mal an den legendären Gegenstand. Oha, ein Sand halten. Du siehst aus, als könntest du einen Schluck vertragen nach diesem Kampf. Ich? Nö. Oh, hi. Was zur Hölle passiert hier? Was willst du hier? Verschwinde! Hat er da eine Tussi hängen? Geht das auch freundlicher? Wenn du nicht gleich wieder abhaust, passiert was! Ich werde dieses Ritual zu Ende bringen. Und niemand kann mich aufhalten. Da knallt er durch. Da knallt er durch. Ich zeig dir gleich, wer hier durchknallt. Aha. Aber du kommst mir gerade recht. Ich werde euch einfach beide opfern. Mach dich bereit zu sterben. Ich mach dich kalt. Ja. Das war brutal. Ich wollte eigentlich ihn looten, nicht ins Bett legen, aber es war quasi Reverse Teabagging. Feuerregen hat er dabei. Und ein Buch. So, soll ich erstmal was grillen? Oder soll ich die Jill retten? Dann retten wir halt mal die Jill. Ah, steh auf. So schlimm war es nicht. Danke, dass du mich befreit hast. Dieser verrückte Magier. Ich hätte mich nie mit ihm einlassen dürfen. Was hatte er mit dir vor? Das weiß ich nicht genau. Ich dachte, er ist ein netter Kerl. Er klang so interessant, erzählte mir Dinge über ferne Länder und sagte, er könnte mir das Zaubern beibringen. In meiner Naivität habe ich ihm das natürlich geglaubt. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als wir bei unserem Strandspaziergang plötzlich auf dieses Lager gestoßen sind. Aber jetzt bist ja du da. Vielen Dank. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen. Vielen, vielen Dank. Wer weiß, was der Irre noch mit mir anstellen wollte. Ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber dieser Typ hat mir Angst gemacht. Ich glaube fast, er wollte mich opfern. Wie auch immer, du hast dir eine Belohnung verdient. Gib mir etwas Gold. Du hast es dir verdient. Hier, bitte. Was hast du jetzt vor? Ich werde zurück zur Taverne gehen. Hier ist es irgendwie gruselig. Soll ich dich begleiten? Nein, danke, ich komme schon klar. Wir sehen uns dann in der Taverne. Auf den Schock gehe ich erstmal einen trinken. Danke nochmal für alles. Wie im echten Leben. Irgendwas passiert, erstmal einen trinken gehen. Erstmal was essen. Erstmal was trinken. Erstmal Pause machen. Na, guck dir den an. Den dicken davon. Du machst mir keine Angst. Oh.
Nein, bitte schwimm nicht weg. Nein, kann ich jetzt nicht mehr, kann ich nicht mehr looten. Ist ins Wasser gefallen. Eieiei. Das ist natürlich unangenehm. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ich guck auch gleich noch, was die Liane zum Boni bringt. Der kann auch nicht schwimmen. Da schwimmen tote Sachen eigentlich nicht immer oben. Okay, der Eisengolem, dass der nicht schwimmt. Achtung, mach dich bereit. Was auf Reichweite? Der Typ stand direkt vor mir. Ja. Oh mein Gott. So, was gibt's hier denn noch so? Wenn es hier schon komplett außenrum geht. Kann man das auch schon mal machen. Ah, ich kann dann nachher wieder hoch. Ich mach mal noch die Quest wieder rein. Oh, viele Golems am Start. Du machst mir keine Angst. Muss man sich konzentrieren. Immer lang die Taste drücken. Das hat Spaß gemacht. Oh, dann gehe ich ins Wasser. Ich möchte doch die Diamanten, was auch immer der dabei hat, mitnehmen. Ich schwimme jetzt erstmal hier entlang, oder? Ich möchte schon noch wissen, was hier so geht. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Ach komm. Da wird mal geschwommen. Oh mein Gott, er zieht die Mütze ab und hat keine Frisur drunter. Das ist jetzt auch der Grund, warum er meine Mütze auf. Oder der zurückgehende Haaransatz, wer weiß. Endlich hat der Kampf ein Ende. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ich will noch den Fusel einsammeln. Nicht. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ich wollte doch nur den Fusel einsammeln. Okay, kann man gar nicht. So, es ist ja irgendwie eine. Was Besonderes? Eine Ruine oder sowas? Nee, ne? Kann man da hochklettern? Auch nicht. Das nimmt kein Ende mit den Biestern! Wie macht er denn 15 times Backflip des Todesgrauens? Woo! Ihr habt bei Tony Hawk erstmal die Dreifach-Kombo ausgepackt, ey. Das war brutal. Den Strand haben wir jetzt auch dann bald geräumt. Aufgepasst! Wenn man schon dran denkt, man hat es geschafft, dann kommt nochmal so ein Sandteufel um die Ecke geflitzt. Ein paar Riesenkrabben. Thank you.
Da ist der Zweizylinder-Motor erstmal kaputt gegangen. Soll ich da mal rüberschwimmen? Da ist noch eine Küste. Flott hinüber. Oh, da ist auch ein dicker Schattenwächter oder wie die Dinger heißen. Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Eieiei. Na, los, Sesam, öffne dich. So. Was noch nicht so ganz, was ich mit den magischen Kristallen so machen kann. Da geht's hoch. Und bin dann wieder auf dem Rückweg. Ich muss ja eigentlich hier hin. Das heißt, wenn ich hier außen rum wieder komplett zurücklaufe, dann bin ich da. Na, vielleicht treffe ich ja irgendwo noch einen Teleporterstein. Okay. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis in 3. Bis gleich.